Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema ewige Renten. In den bisherigen Videos hatten wir uns immer Renten angeschaut, die eine endliche Laufzeit hatten, 10 Jahre oder 20 Jahre oder so etwas. Und nun werden wir uns anschauen, was passiert, wenn die Renten ewig laufen. Wenn es also Zahlungen gibt, die ewig fortgehen. Klar ist, dass dann der Endwert dieser Rente natürlich auch immer weiter anwächst, weil ja ewig lang die Rente gezahlt wird und der Endwert auch irgendwann erst in der Ewigkeit erreicht würde. Aber wir können uns dafür interessieren, was der Barwert dieser Rente ist. Was sind uns also diese ewig fortlaufenden zukünftigen Zahlungen aus heutiger Sicht wert? Und vielleicht etwas kontraintuitiv ist dieser Barwert dann auch wirklich etwas Endliches. Und das schauen wir uns jetzt also an. Und den Barwert einer Rente hatten wir eben bisher betrachtet als den Wert der zukünftigen Zahlung aus heutiger Sicht. Eine andere Sichtweise ist zu sagen, was ist denn das Kapital, das ich brauche, um eine Rente eine gewisse Anzahl von Mal ausbezahlen zu können, also T mal. Und das gibt eben auch der Barwert an, werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Und zur Illustration nehmen wir dafür hier die vorschüssige Rente her, die wir T mal ausbezahlen in der Höhe von A. Unsere Barwertformel ist dann also A mal die Summe der geometrischen Folge 1 minus D hoch T dividiert durch 1 minus D. Und die Frage, die uns jetzt beschäftigt, ist, was passiert, wenn wir also dieses T immer mehr wachsen lassen? Und zur Illustration nehme ich jetzt einmal ein Beispiel her, wo wir Zahlungen in der Höhe von 100 Geldeinheiten anschauen und wir einen Zinssatz betrachten von 25%. Das ist jetzt natürlich nichts, was für die Praxis besonders relevant ist, aber was leicht im Kopf zu rechnen ist und schnell zu den gewünschten Effekten führt, die ich herzeigen möchte. Und dann sage ich etwas zu niedrigeren Zinssätzen danach. Also das Q ist dann 1,25 und das D, der Abzinsungsfaktor, als 1 durch Q ist dann 0,8. Und um das Ganze jetzt noch etwas im Detail zu betrachten, wechsle ich hier einmal in mein R und gebe das hier auch ein, habe also ein A von 100 und ein D von 1 durch 1,25. Was dann eben 0,8 ist und Q ist 1,25, speichern wir uns auch noch ab. Das sind also die Konstanten, die wir brauchen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns anschauen, was wäre der Barwert, wenn wir diese Zahlung 10 Mal erhalten würden, im vorschüssigen Fall, dann wäre uns das aus heutiger Sicht etwa 446 Geldeinheiten wert. Und dann können wir uns überlegen, naja, was passiert denn, wenn wir das jetzt 15 Jahre lang laufen lassen oder 20 Jahre lang oder, um dann noch extremer zu werden, 100 Jahre lang. Und dann sehen wir, das steigt natürlich immer weiter an. Je mehr zukünftige Zahlungen ich erhalte, desto höher wird auch mein Barwert, aber irgendwann bekommen wir da diesen runden Wert von 500 raus. Das sieht schon ein bisschen komisch aus. Und wenn wir jetzt hier 1.000 nehmen oder 10.000, der ändert sich auch nicht mehr. Das heißt, ob ich diese Rentenzahlung, diese 100 Geldeinheiten, die ich jährlich bekomme, ob ich die jetzt 100 Mal bekomme oder 1.000 Mal in der Zukunft, ist wurscht. Der Wert aus heutiger Sicht ist in all den Fällen nur 500 Geldeinheiten. Und dann können wir uns jetzt klar machen, woran das liegt. Also da gehen wir nochmal wirklich auf die einzelnen Zahlungen ein. Wir fangen also an mit einer Zahlung in der Höhe von A, die wir heute bekommen, vorschüssig. Gibt gleich am ersten Tag des ersten Jahres die erste Zahlung und die ist mir dann natürlich 100 wert. Die Zahlung, die ich dann ein Jahr später bekomme, ist mir aus heutiger Sicht nur A mal D wert, sprich 80 Geldeinheiten. Und die ich in 2 Jahren bekomme, ist mir nur 64 Geldeinheiten wert. Warum? Wenn ich heute 64 Geldeinheiten habe, dann könnte ich die ja auch
bei diesem Zinssatz anlegen. Ja, wenn dieser Zinssatz gilt, könnte ich ja damit wirtschaften und könnte diese 64 Geldeinheiten einmal aufzinsen und dann nochmal aufzinsen. Ja, dass wir also nach 2 Jahren dann bei diesen 100 Geldeinheiten ankommen. Ja, ich bin also indifferent zwischen 64 Geldeinheiten heute und 100 Geldeinheiten in 2 Jahren. So passiert das. Und dann kann ich mir also anschauen, was passiert, wenn ich das Ganze 10-mal mache. Ja, nehme ich D hoch 0 bis 9, das sind insgesamt 10 Elemente, die ich da bekomme. Und die erste Zahlung ist mir 100 wert, die zweite 80, die dritte 64, die vierte 51 Geldeinheiten und 20 und so weiter und so fort. Und die Summe über diese 10 Zahlungen ist genau das, was wir uns vorher auch schon angeschaut hatten mit unserer Barwertformel. Da kommt also genau das Gleiche heraus. Und was wir jetzt also sehen bei dieser Betrachtung, ist, dass die 10. Zahlung, die ich also im 10. Jahr bekomme, ist mir aus heutiger Sicht schon nur mehr 13 Geldeinheiten und 42 wert. Ich bekomme da zwar 100 Geldeinheiten, aber es ist mir aus heutiger Sicht eben nicht so wahnsinnig viel wert. Und wenn ich das also weiter treibe und mir anschaue, was ist mir denn die Zahlung in 20 Jahren wert oder die Zahlung in 100 Jahren, dann wird das halt irgendwann winzig klein. Ja? Also die in 100 Jahren ist mir aus heutiger Sicht nur noch 2 mal 10 hoch minus 8 wert. Also für alle praktischen Zwecke nichts. Und so geht das dann eben auch weiter. Das heißt, in dieser Endwertformel, sorry, in der Barwertformel, die wir hier haben, aus diesem 1 minus d hoch 10, das d hoch t, das wird also immer kleiner und kleiner und kleiner, je größer das t wird. Weil das d ist ja kleiner als 1 und deshalb wird d hoch t irgendwann 0. Die Frage ist halt nur, wie lange das dauert. Bei einem Zinssatz von 25% geht das relativ schnell. Wenn der Zinssatz nur 2% wäre, würde es entsprechend länger dauern. Aber irgendwann würde auch dieser Abzinsungsfaktor hoch 10 verschwinden. Das heißt, irgendwann bekomme ich diese Formel hier heraus und das entspricht unseren 500 Geldeinheiten, die wir dann als Barwert herausbekommen. Dann hatte ich vorher gesagt, ich kann diesen Barwert interpretieren als den Wert der zukünftigen Zahlung aus heutiger Sicht. Eine andere Sichtweise auf diesen Barwert ist, das ist das Kapital, das ich brauche, um diese Rente ewig lang ausbezahlen zu können. Warum? Wenn ich also heute ein Kapital von 500 habe und direkt am ersten Tag des ersten Jahres zahle ich dann mein A aus. A waren eben hier 100 Geldeinheiten, dann habe ich noch 400 Geldeinheiten übrig und die lasse ich jetzt ein Jahr lang auf dem Konto liegen. Und nach einem Jahr bekomme ich dann wieder Zinsen gutgeschlagen. Und zwar Zinsen in der Höhe von 25%. 25% von 400 sind 100 Geldeinheiten, die ich dazu bekomme. Das heißt, wenn ich dann hier mit unserem Aufzinsungsfaktor multipliziere, habe ich am 31. Dezember sozusagen, habe ich wieder 500 Geldeinheiten. Von denen kann ich dann am 1. Januar wieder 100 Geldeinheiten ausbezahlen. Dann sind nur mehr 400 Geldeinheiten am Konto. Die bleiben aber dann ein Jahr lang liegen, werden wieder mit 25% verzinst. Und dann kriege ich also wieder 100 Geldeinheiten am 31. Dezember gutgeschlagen, die ich gleich am 1. Januar wieder ausgeben kann. Und so weiter und so fort. Das heißt, das hält sich genau die Waage. Die Zinserträge in dem Jahr und die Auszahlung in dem Jahr halten sich genau die Waage und deshalb kann ich diese Rente auch ewig lang ausbezahlen. Gut, wechseln wir also nochmal hier zurück auf unsere Folien und schauen uns das genauer an. Ja, also eine Sichtweise auf diesen Barwert war zu sagen, wenn ich dieses t immer größer und größer werden lasse, dann wird d hoch t irgendwann 0 und der fällt weg und mein Barwert muss gleich a mal 1 durch 1 minus d sein.
Eine andere Betrachtungsweise war zu sagen, welches Kapital unendlich benötigen wir, um die Rente ewig ausbezahlen zu können. Und da hatten wir gerechnet, unendlich minus A, das war das, was wir vorschüssig gleich auszahlen, multipliziert mit R, unserem Zinssatz, das muss genau wieder gleich A sein, damit ich am Ende des Jahres genau wieder das aufschlage, was ich am Anfang des Jahres ausbezahlt habe. Und das können wir jetzt auflösen nach B unendlich und sollten dann diese Formel hier oben herausbekommen. Machen wir das doch einmal. Also B unendlich mal R minus A mal R soll gleich A sein, habe ich einfach ausgeklammert. Dann bringe ich hier das A mal R auf die rechte Seite. Dann habe ich also B unendlich ist das gleiche wie A plus A mal R. Und das R habe ich hier noch vergessen. Und dann kann ich hier 1 plus R ausklammern. Also hier rechts kann ich das A herausziehen und habe dann da stehen 1 plus R, mit dem ich multiplizieren muss. Und dieses R hier muss ich noch auf die rechte Seite bringen. Damit muss ich dividieren. Ja, also das B unendlich ist gleich A mal 1 plus R dividiert durch R. Und damit wir sehen, was das hier ausgedrückt durch den Abzinsungsfaktor ist, mache ich hier eine kleine Nebenrechnung. Wir schauen uns einmal an, was 1 minus D ist, wie ich das noch schreiben kann. D war ja nichts anderes als 1 durch 1 plus R. Und wenn ich das hier erweitere, habe ich 1 plus R dividiert durch 1 plus R, so kann ich die 1 ja auch schreiben, minus 1 durch 1 plus R, da habe ich also den gleichen Nenner und kann diese beiden Brüche zusammenziehen und bekomme dann heraus 1 plus R minus 1 ist nur mehr R dividiert durch 1 plus R. Ja, also 1 minus D kann ich auch schreiben als R dividiert durch 1 plus R. Und davon habe ich genau den Kehrwert hier stehen. Das heißt, wir bekommen A mal den Kehrwert von 1 minus D. Und haben also hier auch unsere ewige Barwertformel hergeleitet. Also ich kann mir das klar machen, indem ich hier entweder mir überlege, D hoch unendlich ist 0, weil D kleiner als 1 ist. Und damit fällt dieser Term einfach raus. Oder ich kann es mir hier über diese Zahlungen, die sich genau die Waage halten müssen, klar machen. In jedem Fall erhalte ich für im vorschüssigen Fall als Barwertformel A dividiert durch 1 minus D und im nachschüssigen Fall müssen wir wieder nur einmal mehr abzinsen, dann bekommen wir A mal D dividiert durch 1 minus D, was auch genau das gleiche ist wie A mal D mal 1 minus D hoch unendlich dividiert durch 1 minus D. Wenn wir quasi unsere endliche Barwertformel nehmen und den Grenzwert bilden, sodass D hoch unendlich wieder 0 wird, dann fällt also das hier weg und dann haben wir auch genau diese gleiche Formel da stehen.